So. Ja, hallo zusammen. Ich hatte beim letzten Mal mit dem numerischen Verfahren zur Eigenwertbestimmung begonnen. Und einfach zurück. Ja. Genau, ich hatte mit den einfachsten Verfahren erstmal begonnen. Erstmal mit der einfachen Vektoriteration. Ja, und da haben wir ja schon gesehen, wie viele Nachteile die hat. Sie bestimmt auch erstmal nur den betraglich größten Eigenwert. Da kann man jetzt mit Deflation kann man dem entgegenwirken, aber ist immer noch nicht so recht prickelnd. Dann gab es ein weiteres Verfahren für Hessenberg-Matrizen. Ja, man kann jede Matrix mit Householder, Spiegelungen, Gibbons-Rotation und so weiter auf so eine Hessenberg-Gestalt bringen, ne, zur Erinnerung. Das ist halt eine obere Dreiecksmatrix, wo eine Nebendiagonale noch voll besetzt sein kann. Ja? Und auch da hatte ich euch ein Verfahren vorgestellt, wie man die Eigenwerte von so einer Hessenberg-Matrix berechnen kann. Das basierte auf der Cramerschen Regel und im Endeffekt lief das auf ein eindimensionales Newton-Verfahren zur Nullstellenbestimmung hinaus. Und ja, da haben wir ja damals schon gesehen, wie startwertabhängig so ein Newton-Verfahren sein kann und wie schnell und wie leicht sowas divergieren kann, je nach Startwertwahl und die Wahrscheinlichkeit, alle Eigenwerte und Eigenvektoren mit dem Verfahren zu erwischen, ist relativ gering. Ja? Also muss man sich was anderes überlegen. Und als letztes möchte ich euch heute ein sehr stabiles, dafür auch sehr aufwendiges Verfahren vorstellen, welches mir alle Eigenwerte und alle Eigenvektoren auf einen Schlag liefert. Und das ist das QR-Verfahren. Ja, wie der Name schon sagt, basiert dieses Verfahren auf einer QR-Zerlegung der Matrix A. Und gleichzeitig geht das Verfahren dann iterativ vor. Ja? Also die Originalmatrix wird mit A0 bezeichnet, das ist unsere Startmatrix quasi. Davon machen wir eine QR-Zerlegung. Ja? Und bezeichnen auch die entsprechenden Matrizen Q und R mit Q0 und R0. Ja? So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor, wie bekommen wir dann unser A1 mit Hilfe von A0. Ja? Das geht ganz einfach, ja? Indem wir einfach vertauschen, also R0 mal Q0 ausrechnen. Ja? Und von dieser Matrix machen wir dann wieder eine QR-Zerlegung, also A1 gleich Q1 mal R1. Ja? Ja. Dann kann man die Iteration rekursiv aufschreiben. Man hat eine Startmatrix A0, das ist unsere Originalmatrix. Im Iten-Schritt ergibt sich AI als QI mal RI und im I plus ersten Schritt ergibt sich AI plus 1 als RI mal QI. Ja, also es wird vertauscht. Ja, und dieses Verfahren konvergiert, also diese AIs, ne, konvergieren gegen eine obere Dreiecksmatrix. Ja? Und auf dieser oberen Dreiecksmatrix stehen dann Näherungen für alle Eigenwerte der Matrix A. Ja? So, und wie bekomme ich meine Eigenvektoren? Ja? Ich bestimme eine Produktmatrix aus allen Qs, angefangen von Q0 bis QI, und nenne diese Produktmatrix PI. Ja? Und diese Matrizen PI, die konvergieren gegen die Matrix, die genau in den Spalten die entsprechenden Eigenvektoren enthält. Ja? Okay, beweisen werde ich das nicht, dass das Verfahren wirklich gegen diese gewünschten Matrizen konvergiert. Das ist im Sturm-Boolesch ein 6-Seiten-Beweis, den möchte ich uns natürlich ersparen. Ja, aber ich würde trotzdem mal gerne mal einen kleinen Blick in dieses Verfahren werfen. Ja, also mal gucken, was so im Laufe dieses Verfahrens passiert. Dafür gehen wir mal an die Tafel.
Ja, also das wäre der Abschnitt 6.4, QR-Verfahren. Ja, das ist quasi das Nonplusultra-Verfahren, was ich euch hier in diesem Kapitel vorstellen möchte zur Eigenwertbestimmung. Ja, ich möchte zumindest mal ein bisschen motivieren, warum dieses Vertauschen, also dieses Bilden von RI mal QI, tatsächlich notwendig ist, was das für eine Bedeutung hat. Ja, ja, also, ich habe ja die Iterationsvorschrift AI gleich QI mal RI, das heißt, ich bilde eine QR-Zerlegung der Matrix in der Iteration. So, Q ist orthogonal, also insbesondere invertierbar, das heißt, ich kann das auf die andere Seite holen und habe dann da stehen, ja, QI hoch minus 1, was da übrigens auch die transponierte wäre, mal AI gleich AI. Ja? So. Und jetzt multipliziere ich diese Gleichung auf beiden Seiten mit QI. Ja, warum mache ich das? Weil ich dann auf der rechten Seite das RIQI stehen habe. Ja? Und das wollte ich ja ein bisschen motivieren, ne? Warum das Vertauschen dieser Matrizen wirklich notwendig ist. Ja? Und RI mal QI ist ja dann AI plus 1. Ne? Also die Iterationsmatrix im I plus ersten Schritt. Ja. Ja, was haben wir da stehen? Gucken wir uns diese Gleichung mal an, ja, also außer dem Mittelteil. Ne? Ja, aber der Mittelteil, der sagt halt, dass genau das notwendig ist. Naja, was bedeutet das? Es gibt eine invertierbare Matrix, sodass diese Matrix, die hier steht, gleich dieses, also es gibt eine invertierbare Matrix Q, sodass die rechte Matrix hier gleich Q hoch minus 1 mal dieser Matrix mal Q ist. Ja? So, jetzt erinnern wir uns nochmal an die Untiefen der linearen Algebra. Was bedeutet das? Wie heißt diese Eigenschaft? Ja, diese Eigenschaft hat einen bestimmten Namen, also für diese beiden Matrizen, AI plus 1 und AI, gilt, dass die ähnlich sind. Ja? Das bedeutet das. So, und dann gab es in LA direkt einen Satz im Anschluss, nämlich, dass ähnliche Matrizen dieselben Eigenwerte haben. Ja? Und das ist ja genau das, worauf wir hier hinaus wollen. Ja, diese AIs, die konvergieren ja hoffentlich gegen eine Oberdreiecksmatrix, auf der wir unsere Eigenwerte ablesen können. Ne? Ja. Und diese Oberdreiecksmatrix, die soll natürlich dieselben Eigenwerte haben wie A, sonst bringt es ja nichts. Ja? Ja, und das kriegen wir hier über die Ähnlichkeitseigenschaft raus. Ne? Diese Matrix R wird im Endeffekt ähnlich sein zur Matrix A0, also A. Ne? Okay. Gut, damit hätte ich schon mal motiviert, warum dieses Vertauschen wichtig ist. Ja, so, und jetzt rechnen wir nochmal ein bisschen weiter. So, ja, das Ganze kann ich natürlich auch auf die Matrix AI anwenden. Ne? Die ist dann ähnlich zur Matrix AI minus 1. Ja? Das heißt, wir bekommen sowas. QI hoch minus 1 schreibe ich ab und für AI kann ich schreiben QI minus 1 hoch minus 1 mal AI minus 1 mal QI minus 1 mal QI noch. Ne? Gleich AI plus 1. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Ah ja, induktiv. Kann ich das bis Q0 aufdröseln? So, wenn ich jetzt hier ausklammern will, muss ich dann aufpassen, dass die Reihenfolge sich ändert, also Q0 mal bis QI und das Ganze in Klammern hoch minus 1, ne? Ja, mal
A0, das ist A. Und hier habe ich auch das Produkt, da stehen dieser Q-Matrizen. Ne? Ja, und das Produkt dieser Q-Matrizen, das hatte ich auf der Folie ja PI genannt, das konvergiert ja hoffentlich dann gegen die Matrix, die Eigenvektoren als Spalten enthält. Ne? Ja? Sieht ja ganz gut aus. Ne? Angenommen, ich hole das auf die rechte Seite, ja? Dann steht da ja sowas wie eine Eigenwerteigenschaft. Ne? A mal Eigenvektor gleich, naja, hier stehen ja die Eigenwerte irgendwann hoffentlich drin, auf der Diagonalen mal Eigenvektor. Ne? Ja? Gut, also sollte das auch passen, dass in der Matrix Q dann irgendwann die Eigenvektoren stehen. Wie gesagt, das ist kein Beweis, ne? Das ist nur eine Motivation, das sind nur Überlegungen. Ne? Okay, so. Ja, genau, das hatte ich auch hingeschrieben als Schritt. Das auf die andere Seite geholt. Q0 mal QI mal AI plus 1 ist dann A mal Q0 bis QI. Ja? Ja? Ich schreibe mal äquivalent PI mal AI plus 1 ja? Gleich A mal PI. Ja? Ja, ne? Das ist also eine Art Eigenwertgleichung. Ne? Okay, so. Jetzt habe ich noch das Produkt mal gebildet von allen Q-Matrizen und R-Matrizen. Ja, und zwar in dieser Reihenfolge. Also Q0 bis QI plus 1. Und dann mal RI plus 1 bis R0. Ja. Für dieses Produkt interessiere ich mich jetzt. So, ja, ich kann ja ausklammern, ne, das Assoziativgesetz verwenden. Und rechne QI plus 1 mal RI plus 1 raus. Das ist aber AI plus 1. Ne? Also das ist Q0 mal dann bis QI. Und was in der Mitte steht, ist AI plus 1. Und dann habe ich noch RI bis R0. Ja? Ja, und jetzt verwende ich wieder das, was ich mir gerade angeguckt habe, also hier in der Formel davor. Ja, Q0 bis QI mal AI plus 1 ist da dasselbe wie A mal Q0 bis QI. Und dann steht hier noch RI bis plus 1. Ja, das ist jetzt nicht die Matrix im I plus ersten Schritt, ja, sondern wirklich die Potenz, die I plus erste Potenz von A. Ja, ja, das ist ja auch ein interessantes Ergebnis, was das QR-Verfahren quasi mitliefert. Ne? Das liefert eine QR-Zerlegung, das ist die hier. Ne? Der I plus ersten Potenz. Ja? Ne, die braucht man also dann quasi, wenn man sie benötigt, ne, nicht zusätzlich auszurechnen, sondern die ergibt sich direkt im Laufe des Verfahrens auch aus den Q- und R-Matrizen. Ja? Gut. Ja. Ich denke, damit ist zumindest motiviert so ein bisschen, dass das Verfahren konvergiert. Es konvergiert natürlich, klar.
Und es ist halt relativ stabil, was daran liegt, dass die QR-Zerlegung halt sehr stabil ist, ne? Was vor allem an den orthogonalen Matrizen, auf die orthogonalen Matrizen zurückzuführen ist. Ne? Orthogonalität ist bei Matrizen quasi die schönste Invertierbarkeit, sozusagen. Ja? Und da hat man also keine Probleme damit, dass das irgendwie schlecht konditioniert ist oder so. Ne? Ja, gut. An dieser Stelle endet normalerweise meine Numerik 1 Vorlesung. Ja, aber überraschenderweise habe ich ja dieses Mal deutlich mehr geschafft als, ja, als sonst. Gut, was vor allem daran lag, ne, dass ich kein Publikum habe. Ja. Normalerweise werden natürlich immer effizient Fragen gestellt während Präsenzveranstaltungen. Naja, und zum anderen lag es auch daran, dass ich schon ein paar unwichtigere Sachen weggelassen habe, weil ich zuerst ja befürchtet hatte, ich komme doch nicht durch, weil es 2 Wochen länger sind, aber naja, hat sich doch anders ergeben als gedacht. Ja, und ich fände es natürlich schade, jetzt Schluss zu machen, denn bis jetzt fand ich es auch immer schade, dass ich zu einem Kapitel halt zeitlich nicht mehr gekommen bin. Dazu komme ich aber jetzt, ja, und das können wir jetzt diese und nächste Woche noch machen. Ist natürlich dann auch prüfungsrelevant, klar, ne, alles was in der Vorlesung kommt, ist, kann auch in der Prüfung kommen. Ja, es gibt noch was anderes als Eigenwerte, vor allem für rechteckige Matrizen. Rechteckige Matrizen haben keine Eigenwerte, die haben aber sogenannte Singulärwerte, ja, und da spielt die Singulärwertzerlegung eine große Rolle. Und die Singulärwertzerlegung hat ja, vielerlei Anwendungen. Ja, eine davon stelle ich euch heute vor, nämlich zur Lösung von überbestimmten Gleichungssystemen. Da haben wir uns ja beschäftigt mit schon im Kapitel 5. Ne, da haben wir ja auch die QR-Zerlegung eingeführt und schon gesehen, dass die QR-Zerlegung auch dafür geeignet ist, über bestimmte Gleichungssysteme zu lösen. Und heute werden wir sehen, dass eine Singulärwertzerlegung ebenfalls dafür geeignet ist. Ja? So, dann habe ich mir für nächste Woche noch überlegt, dass ich euch die Hauptanwendung der Singulär- oder auch Eigenwertzerlegung, ja, also die Hauptanwendung, dann von Kapitel 6 quasi vorstelle. Und das ist die sogenannte PCA, Principal Component oder Component Analysis, zu Deutsch Hauptkomponentenanalyse, ja, und die basiert halt auf Eigenwertzerlegungen oder Singulärwertzerlegungen von irgendwelchen Matrizen und die findet besonders Verwendung in der Bildverarbeitung, ja, und im Erkennen von Gesichtsbildern, ja, das ist also, denke ich, auch für einen Informatiker eine sehr interessante Anwendung, ja, und die möchte ich euch dann beim nächsten Mal vorstellen. Okay, dann gucken wir uns heute erstmal an, was eine Singulärwertzerlegung ist. Dann gehen wir mal zurück auf die Folien. Ja. Ja, insbesondere interessieren wir uns heute hier für rechteckige Matrizen. Ja, also für den Fall, dass m größer gleich n ist. Ja. Aber eine Singulärwertzerlegung existiert immer. Ja? Ganz egal, ob m größer n, m kleiner n oder m gleich n ist. Ne? Das existiert immer. Das heißt, jede Matrix hat Singulärwerte, aber nicht jede Matrix hat halt Eigenwerte, nur jede quadratische Matrix hat halt Eigenwerte. Ja? So, was ist jetzt eine Singulärwertzerlegung? Ja? Erinnern wir uns erstmal im Vergleich dazu, was war denn nochmal eine Eigenwertzerlegung? Ne? Ja, das war jetzt so was Ähnliches, was ich gerade an die Tafel geschrieben habe, ne, mit diesen Ähnlichkeiten von Matrizen. Naja, wenn eine quadratische Matrix Eigenwerte hat, dann ist sie ähnlich zu einer Diagonalmatrix. Ja? Dann kann ich die Matrix diagonalisieren. Das heißt, ich kann die Matrix D, ne, die auf der Diagonalen, auf der Diagonalen die Eigenwerte enthält. Und ja, die kann ich dann schreiben als ein Produkt von invertierbaren Matrizen,
in dem die Eigenvektoren enthalten sind, also d gleich v hoch minus 1 mal a mal v, ja? Weil falls eine Basis von Eigenvektoren existiert, zum Beispiel bei symmetrischen Matrizen ist das so, da gibt es sogar eine Orthonormalbasis, das heißt, diese Matrizen, diese Matrix V, die die Eigenvektoren enthält, die ist sogar orthogonal, das heißt, ich kann das V minus 1 durch V transponiert ersetzen und habe dann als Eigenwertzerlegung D gleich V transponiert mal A mal V. Ja? Das heißt, bei der Diagonalisierung, bei der Eigenwertzerlegung habe ich nur eine Matrix. Ja? Das ist das V, ne? Was die Eigenvektoren enthält. Also eine orthogonale Matrix. Bei der Singulärwertzerlegung habe ich zwei. Einmal ein U und einmal ein V. Und das steht hier rechts als V transponiert. Ja? So, und dann steht in der Mitte kein... Achso, wenn ich übrigens ne, D gleich V transponiert mal A mal V betrachte, wenn ich das nach A auflöse, stimmt da A gleich V mal D mal V transponiert. Ja? Ja, hier haben wir aber hier kein V stehen, ja, im Vergleich zur Eigenwertzerlegung, sondern eine andere orthogonale Matrix namens U. Ja, und in der Mitte steht auch so eine Art Diagonalmatrix. Das ist dieses Sigma, ja. Das ist aber auch eine rechteckige Matrix, das ist eine M-Kreuz-N-Matrix, das ist also keine wirkliche Diagonalmatrix, ja, aber der obere N-Kreuz-N-Teil, das ist eine Diagonalmatrix, ja. Und auf dieser Diagonalen stehen dann die sogenannten Singulärwerte von A, ja. Also Sigma hat dieselbe Dimension wie A. U und V sind quadratische Matrizen, weil halt orthogonal. Ne? U ist aus M kreuz M, das ist also eine große Matrix. Und V ist aus R M kreuz N, also eine eher kleinere Matrix im Vergleich zu U. Ja, ja, und wie gesagt, Sigma ist eine Diagonalmatrix, eine rechteckige Diagonalmatrix, auf deren Diagonalen dann diese Singulärwerte, nicht Singulärwerte, Singulärwerte stehen. Und V enthält dann als Spalten die Eigenvektoren, na, wovon A hat keine Eigenvektoren, ist rechteckig, davon A transponiert mal A. Ja? Und das ist eine quadratische Matrix, diese Matrix ist aus M kreuz N. Ja? Gut, dass das funktioniert, werde ich heute jetzt mal beweisen. Ja, wie immer braucht man dafür ein bisschen Vorgeplänkle. Erstmal brauchen wir das Lemma 6.1, also die Tatsache, dass die Matrizen A transponiert A und A mal A transponiert symmetrisch sind. A mal A transponiert ist auch eine quadratische Matrix. Die ist aber aus M kreuz M, hat aber auch Eigenwerte dann, ne? Und Eigenvektoren. Ja? Und das heißt, ich kann dann ja, eine Eigenwertzerlegung, davon, das wovon ich eben gesprochen habe, von A transponiert A und A mal A transponiert angehen. Ja? So, die Diagonalmatrix, die die Eigenwerte von A transponiert A enthält, habe ich jetzt mal mit dv bezeichnet. Ja? So, und hier taucht unser V auf, ja, bei der Eigenwertzerlegung, was auch später bei der Singulärwertzerlegung eine Rolle spielt. Ja? Und bei der Eigenwertzerlegung von A A transponiert taucht das U auf, was wir später brauchen. Ja, und mit du habe ich jetzt auch mal die Diagonalmatrix bezeichnet, auf deren Diagonal die Eigenwerte von A A transponiert stehen. Ja? So. Die Eigenwerte von A transponiert A und A A transponiert sind immer positiv. Ja? Das kann man sich überlegen. Ja? Es sind quasi immer Quadrate. Ja? Zumindest für den Fall, dass A quadratisch ist, kann man sich leicht überlegen. Ne, wenn Lambda Eigenwert von A ist, ist Lambda Quadrat Eigenwert von A transponiert oder A mal A transponiert. Die haben übrigens dieselben Eigenwerte, werden wir gleich sehen. Ja, das heißt, also die sind auf jeden Fall immer positiv definiert. Das heißt, ich kann aus den Eigenwerten von A transponiert A die Wurzeln ziehen. Ja, und die Wurzeln davon, das sind die Singulärwerte. Und die bezeichne ich jetzt nicht mehr mit Lambda I, sondern mit Sigma I. Ja. So, jetzt ist hier
habe ich auch gestern festgestellt. Leider wieder, hat sich hier wieder der Fehlerteufel eingeschlichen. Es sind natürlich nur n Singulärwerte und n Eigenwerte. Ne? A transponiert A war eine n-Kreuz-n-Matrix. Ne? Ja, und dementsprechend haben wir auch n Eigenvektoren V1 bis Vn. Und das sind die Spaltenvektoren von V. Ja? So, und wie bekommen wir unser U? Ja, für die Spalten von U, hier muss auch ein N stehen, erstmal, gilt UI gleich 1 durch Sigma I A mal VI. Ne? Wir haben nur N Vs. Ja, und also muss hier auch ein N stehen. So. U ist aber eine M-Kreuz-M-Matrix. Ja, wie bekomme ich denn die die restlichen Spaltenvektoren? Naja, im Endeffekt sind sie egal, weil die ja mit die Zeilen von, also die restlichen M-N Zeilen von U, ja, die werden ja dann dementsprechend, ne, skalar mit den entsprechenden Nullspalten von Sigma multipliziert, also mit dem, was unterhalb der Diagonale stehen, das sind ja alles Nullen. Ne? Das heißt, diese Produkte der restlichen M-N-Vektoren, die Skalarprodukte, spielen keine Rolle. Wenn ich mir aber trotzdem ein vernünftiges U mir angeben will, ich brauche eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von A mal A transponiert. Ja, eine Orthonormalbasis kriege ich auch mit dem Gram-Schmidt-Verfahren. Ja? Ich habe ja meine ersten N-Spalten habe ich ja und die kann ich dann zu einer Orthonormalbasis ergänzen. So könnte ich es machen. Okay, gut. Beweisen wir aber erstmal, dass, aber wie gesagt, für die Singulärwertzerlegung selbst spielen die letzten Spalten von U keine Rolle, weil die eh nur mit 0 multipliziert werden. So. Okay. Gut. Ja, dann würde ich in der Tafel das Ganze mal beweisen, dass das auch funktioniert. Ja, erstmal dieses Lemma. Das geht relativ fix. Ja, dass A transponiert A und A transponiert symmetrisch sind. Naja, also muss ich A transponiert A transponiert bilden. Das ist, Reihenfolge vertauscht sich, A transponiert transponiert. Und das ist natürlich A transponiert A. Und für A mal A transponiert gilt, dass die Transposition gut, A transponiert transponiert mal A transponiert, das ist A mal A transponiert. Okay, das war nicht schwer. Ja, dann beweisen wir den Satz. So, also, wozu brauchen wir diese Eigenschaft überhaupt, dass das symmetrisch ist? Hatte ich ja eben schon angedeutet. Naja, dadurch ist garantiert, dass die Eigenwerte reell sind. Und A transponiert A eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren besitzt. Ja? Also aus Lemma 4.2 folgt, alle Eigenwerte von A transponiert A sind reell. Ich will ja hinterher die Wurzel ziehen, ne? Und das wäre nicht schön, wenn da eine komplexe Zahl stehen würde.
Und A, Komma und A transponiert. A hat eine, so jetzt kommt eine Abkürzung, ONB, ich weiß nicht, ob ich die in der Vorlesung schon mal benutzt habe, Orthonormalbasis aus Eigenvektor. So. Ja, und es existiert halt die Eigenwertzerlegung, ne? Ja. Ja, wir betrachten die Eigenwertzerlegung. Von A transponiert A, ne? A transponiert A ist gleich V, ne? Mal dV mal V transponiert. Ne? Und dV enthält auf der Diagonalen die Eigenwerte und V in den Spalten die Eigenvektoren. Ne? So, dasselbe gilt auch für A, A transponiert. Ist ja auch symmetrisch. Ne? Dasselbe gilt für A mal A transponiert. So. So, dann führen wir das Ganze jetzt mal auf A, A transponiert zurück. Also es gilt, naja, es gelten die Eigenwertgleichungen. Die Eigenwerte von A transponiert A habe ich ja mit Lambda I bezeichnet. So, jetzt mache ich es aber richtig für alle I gleich 1 bis N, nicht bis M. Gilt A transponiert A VI gleich Lambda I VI. Ne? So ist alles auf der Folie definiert. Lambda I waren die Eigenwerte, die sind positiv, weil A transponiert A positiv definiert ist und VI sind die Eigenvektoren, die Spalten von V. Ne? So, jetzt multipliziere ich diese Gleichung auf beiden Seiten von links mit A. Ja, das ist A mal so geklammert erstmal. A mal A transponiert A. VI, so und das A schreibe ich aber hinter das Lambda I. Ja, das ist ein Skalar. A, VI. Ich will ja irgendwie auf A, A transponiert jetzt kommen. Ja. Ja, dann kann ich anders klammern. Also A mal A transponiert, so geklammert, mal A mal VI ist gleich Lambda I AVI, so geklammert, ja. So, und jetzt sehen wir schon, dass die Matrizen A transponiert und A transponiert dieselben Eigenwerte haben, ne? Nämlich Lambda I, aber nicht dieselben Eigenvektoren. Ja, wenn VI ein Eigenvektor von A transponiert A ist, ist A mal VI ein Eigenvektor von A mal A transponiert. So, und AVI, das war ja UI, ne? Das war ja eine Spalte von U. Also, AA transponiert mal UI ist gleich Lambda I mal UI. Ne? Ja, das heißt, die Spalten von U werden dann die Eigenvektoren von A mal A transponiert sein. So, was habe ich jetzt hier noch? Das brauche ich aber nicht. Ach so. Ja, doch, das ist quasi die Rückrichtung. Ja, ich multipliziere jetzt das Ganze nochmal. Auf beiden Seiten mit A transponiert. So, ich klammer jetzt aber direkt richtig. A transponiert A mal A transponiert UI ist gleich Lambda I
mal A transponiert UI. Ja, dann haben wir es wirklich vollständig. Ja, ich will ja sagen, dass A mal A transponiert dieselben Eigenwerte hat. So. Und ich hatte ja A transponiert und A transponiert A und AA transponiert, dass diese beiden Matrizen dieselben Eigenwerte haben. So, und ich habe jetzt aber gerade nur gezeigt, dass wenn Lambda I Eigenwert von A transponiert A ist, dann ist es auch Eigenwert von AA transponiert. Ja? Und jetzt habe ich noch die Rückrichtung gezeigt, wenn Lambda I Eigenwert von AA transponiert ist, dann auch von A transponiert A. Ne? Die Eigenvektoren unterscheiden sich, ja? Die Eigenwerte nicht. So. Also das, naja, ich habe es jetzt mal gemacht. Ich hätte auch sagen können, wie an vielen anderen Stellen auch, es ist ein Resultat aus der linearen Algebra. Aber gut, dann hätte ich aber die Bezeichnung hier nicht mit drin gehabt. Ne? Ist das schon wichtig, dass ne, die VIs die Eigenvektoren von A transponiert A sind und UI die Eigenvektoren von AA transponiert. Ja? Also auf jeden Fall haben A transponiert A und AA transponiert haben dieselben Eigenwerte. Gut. Ja, das als Zwischenresultat. Ja, das muss ich jetzt leider alles erstmal wegwischen. Ja, die Frage, ob ich noch was brauche. Ja. Ja, aber das, wir merken uns das. Ne? Also VIs waren die Eigenvektoren von A transponiert A und UI die Eigenvektoren von AA transponiert. Die Eigenwerte sind sowieso dieselben, die heißen Lambda I. Und die Wurzeln davon werden jetzt gleich unsere Singulärwerte Sigma I. Gut, wisch also jetzt alles weg. So, dann ja, haben wir noch gegeben, dass die Eigenvektoren eine Orthonormalbasis bilden, das heißt, die sind alle auf 1 normiert. Ne? Die Eigenvektoren bilden ONB, das heißt, es gilt für alle I gleich 1 bis N, Norm UI gleich Norm VI. Gleich 1. So, dann gilt, jetzt bilde ich mal die Normen erstmal von AVI. Ja. Und dann auch noch von Norm A transponiert UI. So. Ein bisschen rechnen. So, wir erinnern uns, die Norm eines Vektors ist die Wurzel aus dem Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst. Was das Wurzel aus Skalarprodukt AVI. AVI. Ja? So. In transponierten Schreibweise wäre das VI transponiert. A transponiert AVI. Ja? So, die Eigenwerte von A transponiert A waren Lambda I, also Wurzel aus VI transponiert Lambda I VI. Ja. So, Lambda I ist ein Skalar, kann ich davor schreiben, und VI transponiert V ist 1, ja, weil die Vektoren, die Eigenvektoren die Länge 1 haben. Also bleibt hier nur übrig Wurzel Lambda I, und das ist ja unser Sigma I, ne? Unser Singulärwert. So, jetzt haben wir zum ersten Mal unsere Singulärwerte im Spiel.
So, und dasselbe gilt auch hierfür. Ja? Das ist auch ein Singulärwert. Auch Sigma I. Warum? Na, machen wir es wieder genauso. Skalarprodukt A transformiert UI mit sich selbst. Transponiert in Schreibweise UI transponiert. A transponiert transponiert ist A. A, A transponiert mal UI. So, und die Eigenvektoren von A transponiert waren ja auch Lambda I. Wurzel UI transponiert Lambda I. UI. Ja? Auch die U's sind normiert auf 1. Also kommt hier auch raus Wurzel Lambda I. Also Sigma. Ja? So, da haben wir unsere Singulärwerte. Ja, weiterhin, wir brauchen noch die Matrizen U und V. Ja, die Matrizen, die Matrix U besteht ja aus den Spaltenvektoren UJ. So, UJ war jetzt bräuchte ich doch noch mal das, was ich eigentlich weggewischt habe. Ja? Also, ich hatte eben da stehen, A mal A transponiert, UJ, gut, das schreibe ich mal, warum schreibe ich das eigentlich J? Bleiben wir doch bei I. UI. Ja. Gleich Lambda I UI, weil die UI ist ja die Eigenvektoren zu AA transponiert war. So, und dann hatte ich noch da stehen A mal A transponiert mal AVI gleich Lambda I AVI. Ja? Ne, das heißt, die eigenen Vektoren sind auch A mal VI. Ja, das heißt, UI müsste natürlich dann gleich A mal VI sein, bis auf einen Faktor. Ne? Ja? Alle Eigenvektoren unterscheiden sich ja nur um einen Faktor. Ne, liegen alle auf einer Geraden. Ja? Gut, da ich aber sowieso auf 1 normiere, spielt das keine Rolle. Also ist UI auf jeden Fall dasselbe wie A mal VI dividiert durch die Norm. Ja, ja, und das Norm AVI hatten wir ausgerechnet. Das war ja 1 durch Sigma I mal A VI. Ja? Und dasselbe kann ich auch für die VIs machen, für die Spaltenvektoren von V. Naja, da hatte ich sowas stehen wie A transponiert A mal VI gleich Lambda I VIs, weil die VIs waren ja die Eigenvektoren von A transponiert A. Und ich hatte da stehen A transponiert A mal A transponiert UI ist gleich Lambda I A transponiert UI, ja. Das heißt, VI und A transponiert UI sind bis auf den Faktor dasselbe, also ist VI gleich A transponiert UI durch die Norm von A transponiert UI. Und das war auch 1 durch Sigma I einmal A transponiert UI. Und das Ganze gilt alles für I gleich 1 bis N. Ja? So, jetzt brauche ich noch die Matrix-Schreibweise. Ja, ich mache das hier zur Matrix-Schreibweise. Ja. Ich hole das 1 durch Sigma rüber. Das ergibt mir dann U mal, ich muss von rechts multiplizieren, damit ich mit den 1 durch Sigma multipliziere, spaltenweise. Zeile mal Spalte. Ne. UI mal Sigma ist gleich A mal V. Ja?
Ja, und wenn ich das nach A auflöse, dann habe ich meine Singulärwärtszerlegung. Die löse ich nach A auf. Der V ist eine Orthogonalmatrix. Die Inverse davon ist die transponierte. Also multipliziere ich auf beiden Seiten von rechts mit V transponiert. Das heißt, A ist U mal Sigma mal V transponiert. Ja, gut. Damit habe ich meine Singulärwertzerlegung jetzt auch hergeleitet. Doch. Ja. Also man kann das auch noch mit Kästchen veranschaulichen. Ne? Meine Matrix A ist eine M-Kreuz-N-Matrix, eine Rechtecksmatrix mit mehr Zeilen als Spalten. Ja? Das U ist eine M-Kreuz-M-Matrix, die ist relativ groß. Das Sigma ist dann eine M-Kreuz-N-Matrix, genauso wie A in V transponiert ist dann eine N-Kreuz-N-Matrix. Ja? So sieht dann halt, so kann man sich dann auch merken, wie eine Singulärwertzerlegung aussieht. Ja? So, in den Übungen könnt ihr mal eine ganz einfache Singulärwertzerlegung, ich glaube von der 2x2-Matrix, mal herleiten. Das ist dann, ne? Man braucht den Beweis. Ja, und in dem Beweis stehen ja die ganzen Formeln drin, ne, wie ich die Sigmas berechne. Ja? Ja, wie berechne ich sie im Endeffekt? Hm? Naja, mit der Formel hier. Ne, aber dafür brauche ich ja die Eigenvektoren von A transponiert A, beziehungsweise A transponiert A transponiert. Ja, ne? So, und das ist natürlich blöd. Ja, ich brauche auf jeden Fall für die Sigma ist die Lambda Is. Ne? So, wir hatten ja schon oft, ja, hatte ich schon oft an vielen Stellen motiviert, ja, gerade als wir über bestimmte Gleichungssysteme gesprochen haben, dass diese Matrizen AA transponiert A, AA transponiert A oder AA transponiert, noch schlechter konditioniert sind, wenn A schon schlecht konditioniert ist. Ja? Das heißt, in der Numerik umgeht man eigentlich solche Matrizen, das sind ja im Endeffekt Quadrate, die da gebildet werden. Ne? Und auch die Quadrate der Eigenwerte, zumindest wenn A quadratisch ist. Ja, das will man nicht. Ne? Ja, auch wenn A mal A transponiert mal A eine schöne kleine N kreuz N Matrix ist, aber man vermeidet solche Matrizen in der Praxis. Ja? Das heißt, in der Praxis überlegt man sich, wie ich solche Verfahren numerisch lösen kann. Ne? Ja? Also wie ich numerisch, also approximativ zumindest, so eine Singulärwertzerlegung bestimme. Ja? Und das geschieht zum Beispiel, da gibt es etliche Ansätze. Eins davon stelle ich euch kurz vor, auf den Folien hier jetzt. Das ist das Verfahren von, wie heißt der? Golub-Reinsch. Golub-Reinsch, genau. Ja. Gehen wir ganz kurz einen Blick auf die Folien. Ja, wie gesagt, Problem ist, dass die Berechnung der Eigenwerte von A transponiert A oftmals schlecht konditioniert sein kann. Ja, und der Ansatz dieses Verfahrens von Golub-Reinsch besteht darin, dass ich halt eine einfachere Matrix verwende, deren Singulärwertzerlegung ich dann bestimme. Und das ist eine obere Bidiagonalmatrix. Ja, was ist das denn? Das ist eine Matrix, das ist eine Diagonalmatrix, wobei auf der oberen Nebendiagonal, also eine Etage höher, noch die Matrix voll besetzt sein kann. Ja? Natürlich muss diese Matrix B dieselben Singulärwerte haben wie A, sonst macht das natürlich keinen Sinn. Hat es auch, ja? Ja, und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie bekomme ich denn so eine Bidiagonalmatrix? Ja, und das ist, kriege ich wieder hin, ne, mit Householdern oder Gibbons-Rotationen. Ne? Bei Gibbons-Rotationen kann ich da bestimmen, wo meine Nullen sein sollen. Ne? Bei Householder ist es ein bisschen, ist nicht ganz so einfach, da muss man sich ein bisschen was anderes überlegen, weil die Householder-Matrizen liefern ja Nullen.
in den Spalten, so wie wir es kennengelernt haben. Ja, aber man kann natürlich auch eine Householder-Transformation auf die transponierte Matrix anwenden und dann bekommt man dementsprechend Nullen in den Zeilen. Ja? Und auf dieser Idee basiert dieses Verfahren. Ja, das ist jetzt mal, dieser Satz ist jetzt mit Householder-Matrizen angegeben, das geht auch mit diesen Rotationen. Ne? Ja? Wenn ich halt Householder-Matrizen anwende, dann habe ich nicht nur Produkte von Matrizen, die von links kommen, sondern auch welche, die von rechts kommen, ne? Weil ich ja auch Zeilen, also in Zeilen 0 erzeugen will. Ne? Das heißt, ich habe so ein Produkt, irgendwie P transponiert A mal Q, also P transponiert und Q sind beide Produkte von Householder-Matrizen. Ja? Und was da rauskommt, ist die B-Diagonalmatrix B. Ja? Das ist auch eine M-Kreuz-N-Matrix, ne? Genauso wie A. Ja, und jetzt müssen wir sicherstellen und beweisen, dass diese beiden Matrizen dieselben Singulärwerte haben. Ja? So, und natürlich bin ich ja nicht nur an den Singulärwerten selber immer nur interessiert, sondern auch an der kompletten Singulärwertzerlegung, also auch an den Matrizen U und V. Naja, wie bekomme ich die Singulärwertzerlegung? Die bekomme ich auch geschenkt, wenn ich einmal die Singulärwertzerlegung von B habe. Ja? Also B soll jetzt sein UB, das ist die Diagonalmatrix, die auf der Diagonalen die Sigmas, die Singulärwerte, enthält. Ja, hier ist es richtig, N. Ja. Also das Sigma, ne? Mal VB transponiert. Naja, dann bekomme ich die Singulärwertzerlegung von A folgendermaßen, indem ich von links, naja, zumindest den ersten Teil von P multipliziere. Die ersten N-Vektoren, ja, Spaltenvektoren in P, die fasse ich zu einer Matrix zusammen. Die multipliziere ich von links, ja, und rechts. Ja, im Endeffekt steht da ja VB transponiert, Q transponiert, ne? Wird ja hier stehen, ne? Ja, rechts dann halt Q transponiert. Ne? Genau, ne? Das heißt, so mache ich es dann in der Praxis. Ja? Und naja, für so eine Bidiagonalmatrix ist natürlich eine Singulärwertzerlegung, wie es uns der Satz 6.2 hergibt, natürlich einfacher. Ne? Ich kann also, ja, hier kann ich natürlich hingehen und versuchen, die Eigenwerte von B transponiert B oder BB transponiert zu bestimmen. Ne? Ja, weil da sehr viele Nullen drinstehen, wird das nicht ja, so gravierend sein. Na gut, wenn jetzt ja, die Matrix nahezu die Nullmatrix ist, ne, dann wird es natürlich auch wieder problematisch. Ne? Aber dann ist es sowieso schwierig, Eigenwerte zu bestimmen. Ne? Von der, ja. Klar, die Eigenwerte einer Null, der Nullmatrix sind natürlich alle Null. Ja, aber wenn ich die numerisch berechne, ne, wird das problematisch werden. Ne? Aber das, ja, das bleibt halt trotzdem bestehen. Aber auf jeden Fall ist es einfacher, ne, die Eigenwerte von B transponiert B zu bestimmen, als die Eigenwerte von A transponiert A, wobei A voll besetzt ist. Ja, insofern ist das auf jeden Fall eine Vereinfachung. Gut, dann gucken wir uns jetzt nochmal die Tafel an, dass das wirklich funktioniert, dass das stimmt, dass A und B wirklich dieselben Singulärwerte haben. Ja, Beweis von Satz 4.3. Ja, im Endeffekt ist es Nachrechnen, ja? Wir brauchen, ja, B transponiert B, das müssen wir uns angucken, ne? So, nochmal zur Erinnerung, B ist eine Rechtecks, eine rechteckige Matrix, ja? Und unten stehen Nullen, ja? Ich schreibe das mal so auf, ne? Gut, ich müsste hier B-Schlange schreiben, okay, egal.
Ja? Nur nochmal zur Erinnerung, damit wir wissen, wie das aussieht. Okay, wir haben jetzt aber eine Zerlegung gemacht, sodass wir von der Matrix A auf die Matrix B kommen. B war P transponiert mal A mal Q. So, das Ganze transponiert, nochmal mit P transponiert A mal Q multipliziert. So, wenn ich transponiere, vertausche ich mir die Reihenfolge. Also haben wir da stehen Q transponiert mal A, P transponiert, nee, A transponiert. P transponiert transponiert ist P transponiert mal A mal Q. Ja, P ist orthogonal, das heißt P mal P transponiert ist die Einheitsmatrix. I habe ich die hier mal genannt, ne? Ja. Also habe ich da stehen, das ist Q transponiert mal A transponiert A mal Q. So geklammert, ja? So. Naja, was heißt das wieder? Es existiert eine invertierbare Matrix, so dass die eine Matrix gleich, also existiert eine invertierbare Matrix Q, so dass die eine Matrix gleich Q transponiert mal der anderen Matrix mal Q ist. Hatten wir eben schon, damit sind B transponiert B und A transponiert A ähnlich, haben also dieselben Eigenschaften. Ja? B transponiert B und A transponiert A sind ähnlich, haben also dieselben Eigenwerte. Naja, damit haben B und A dieselben Singulärwerte. Ne? Okay, für Singulärwerte habe ich noch keine Abkürzung. Ich weiß nicht, ob ich sie gleich noch brauche. Oder beim nächsten Mal. Machen wir mal SWE. Ja, für Singulärwerte. So, jetzt wollen wir noch die Zerlegung wirklich, dass das gilt, was ich da auf die Folie gekritzelt habe. Ja. Ja, also A ist gleich ja, ich löse das quasi die Zerlegung nach A auf. Ne? B war ja P transponiert AQ. Dann ist A gleich Q transponiert. Nee. B war P transponiert AQ. So. Löse ich nach A auf. Das heißt, ich multipliziere erst mit P von links, dann B. Und dann mit Q transponiert von rechts. Ne? Also PB Q transponiert. So, wir erinnern uns, ja, B ist auch eine Rechtecksmatrix. Ja. So, also B-Schlange 0 quasi. So, ich brauche aber nur, ja, P war eine M-Kreuz-M-Matrix, ja. Ach so, ja. Dieser obere Teil ist N kreuz N, ne? So, und das heißt, es reicht, wenn ich die ersten N Vektoren in die Matrix P
reintue, dann muss ich natürlich den unteren Teil hier auch weglassen, sonst stimmt es nicht mehr wegen der Dimension. Ja, dann betrachte ich auch einfach nur die Diagonalmatrix. Ja, und die enthält ja auf den auf der Diagonalen die Singulärwerte, Sigma 1 bis Sigma n. Ne? Dann stimmt es wieder von der Dimension her und hier, naja, Q war eine N cross N Matrix, das passt. Ne? Gut transponiert. So. Entschuldigung. Nee. Hier steht B-Schlange. Ja? Also B-Schlange. So. Ja. So. Und für B-Schlange mache ich ja jetzt meine Singulärwertzerlegung. Das war UB. So, und jetzt brauche ich aber nur die Diagonalmatrix, ne? Weil der B-Schlange ist eine N-Cross-N-Matrix, Sigma 1 bis Sigma N. So, und jetzt VB transponiert, Q transponiert, ja? So. Okay, so, und das ist ja gleich Q mal VB in Klammern transponiert. So. Und ja, das ist genau das, was an der auf der Folie stand. Ne? Ja, dann haben wir uns jetzt also damit befasst, wie man halt eine Singulärwertzerlegung aus einer Matrix A bestimmen kann, ja, auch numerisch. Also auch wie man es in der Praxis macht, mit Hilfe einer Bidiagonalmatrix. Ja. Dann fehlt nur noch die Anwendung, die ich euch für heute noch versprochen habe. Die Anwendung für überbestimmte Gleichungssysteme. Ja? Also wie kann ich denn jetzt mit einer Singulärwertzerlegung ein überbestimmtes Gleichungssystem lösen? Dafür wische ich das jetzt alles mal weg. Hol mal ein neues Tuch. Ja, also überbestimmte Gleichungssysteme, lineare Gleichungssysteme via Singulärwertzerlegung. So, auch hier gibt es eine Abkürzung für SWZ. Ja, im Englischen findet man noch oft SVD für Singular Value Decomposition. Ja, gut, bei überbestimmten Gleichungssystemen kann ich ja wie gesagt keine
allgemeine Lösung, keine eindeutige Lösung erwarten. Ja, ich muss das Residuum minimieren. Und zwar, ich bestimme, das ist jetzt quasi ein Optimierungsproblem mit Nebenbedingungen, x Stern, minimaler Länge. Ja, das heißt, die Norm von x Stern minimiere ich. Und das Residuum, die Norm des Residuums soll auch minimal werden. Ja, also Norm ax Stern minus b min. So. Ja, ich definiere das alles erstmal korrekt, damit wir auch nicht mit m und n und so weiter vertun. Der Ergebnisvektor b ist aus r hoch m, die Lösung x ist aus r hoch n, die Matrix ist aus m, r, m kreuz n. Ne? So, dann betrachte ich noch b Schlange. Das ist u transponiert mal b. Ja? U ist die erste Matrix aus der Singulärwertzerlegung. Das ist eine M kreuz M Matrix. Ne? U transponiert dementsprechend auch, wird auf den Vektor B, der aus R hoch M ist, angewandt, passt also alles. Und B Schlange ist auch wieder ein Vektor im R hoch M. Und ich brauche noch ein X Schlange. Das ist V transponiert X. Ja, V war eine M kreuz N Matrix. V transponiert dementsprechend auch. Also kann ich das auf x anwenden und ich erhalte natürlich wieder einen Vektor im R hoch n. So. Ja, jetzt gucke ich mir mal das Residuum an. Norm ax minus b. Ich schreibe jetzt mal x, nicht x Stern, weil minimiert habe ich es ja noch nicht. Ne? Ich will das jetzt minimieren. Ja, erstmal, im ersten Schritt füge ich hier mal künstlich ein VV transponiert ein. Ne? V ist orthogonal, ist gleich, also VV transponiert ist gleich der Einheitsmatrix. Ja? Das stimmt. So, und jetzt füge ich noch künstlich ein U transponiert ein und ich behaupte, dass ich das einfach machen darf. Natürlich bei B auch, ja. Warum darf ich das machen? Ja, weil orthogonale Transformationen sind längeninvariant. Ja, und U ist eine Orthogonalmatrix, ja, und also Norm UX ist gleich Norm X. Ja, also wenn ich eine orthogonale Matrix auf einen Vektor anwende, ändert das nichts an der Norm des Vektors. Ja, deswegen darf ich das so machen. Ja, warum habe ich das so gemacht? Weil, naja, U transponiert A mal V ist doch unser Sigma, oder nicht? Ne? Ja. Sigma, V transponiert haben wir da noch stehen, X minus U transponiert B. So, und für V transponiert X hatte ich ja die abkürzende Schreibweise X Schlange. Ja, und für U transponiert B, B Schlange. Ja? Das heißt, ich habe jetzt die Norm meines Residuums, also mein Residuum auf ein anderes Residuum zurückgeführt, wo unsere Matrix steht, die die Singulärwerte enthält. Ja? So, was ist das? Naja, Sigma sah ja so aus, ne? Ja, hier stehen die Diagonalwerte und hier haben wir Nullen. Ja? Und das ist der n kreuz n Teil. Und Sigma ist auch aus m kreuz n. Ja? So, das heißt, diese Norm ist jetzt die Summe von i gleich 1 bis n. Das ist jetzt ein Summenzeichen, nicht das Sigma. Ne? Von Betrag
Naja, wenn ich Sigma mit x-Schlange multipliziere, bekomme ich Sigma ixi minus bi, ja. Das Ganze zum Quadrat. So, und der letzte Teil, ja, von n plus 1 bis m, naja, da steht da hier 0 minus b-Schlange. Ja, und der Norm bekomme ich also plus Summe i gleich 1 bis, nee, bis von n plus 1 bis m b i Schlange zum Quadrat. Ne? Eigentlich minus b i Schlange zum Quadrat, aber beim Quadrat hebt sich das Minuszeichen ja weg. Ne? Ja? So, der rechte Term, der ist halt so wie er ist. Ne? Das ist konstant. Da kann ich nichts minimieren dran. Ne? Das ist halt eine Konstante. So, hier kann ich was minimieren. Ja? Wann ist eine positive Zahl minimal? Wenn sie 0 ist. Ja? Also wird das Ganze minimal, hier muss ein bisschen Schlange auch stehen, ja? Minimal für falls, also ich muss Sigma ixi gleich bi Schlange setzen, also xi ist gleich bi Schlange durch Sigma i. Ja? Für i gleich 1 bis n. Ja gut. Das ist aber nur der erste Teil, ne? Die ersten n Komponenten müssen so gewählt werden. Was ist mit den letzten m minus n Komponenten? Ich habe ja noch eine zweite Nebenbedingung. Ja? Die Länge von x Stern soll minimal sein. Naja. Also Norm x muss minimal sein. Ja, das ist genau dann der Fall, wenn Norm v transponiert x minimal ist. Ja, warum ist das so? V oder v transponiert ist eine orthogonale Matrix. Die Normen sind gleich. Ne? Norm v transponiert x ist gleich Norm x. Ja? Naja, wann ist eine Norm minimal? Wenn alle, ja, wann ist eine Norm minimal, wenn sie 0 ist? Und wann ist eine Norm 0, wenn der Vektor 0 ist? Ja. Gut. Die ersten n-Komponenten sind aber schon vergeben. Ja, die müssen dafür sorgen, dass das hier minimal wird. Ja, also kann ich hier nur 0 noch für die letzten Komponenten erwarten. Ja. Also das ist genau dann der Fall, wenn x n plus 1 bis xm, wenn die alle 0 sind. Ja? Ja, ein bisschen wischen muss ich noch. Moment. Ja. Also, wie sieht jetzt mein V transponiert X aus? Ne? Das hat ja die letzten M minus N Komponenten sind 0. Die ersten M minus N Komponenten müssen die hier sein. Ja? Die Schlange, ne? Entschuldigung. Die Schlange, das V transponiert hat mir gefehlt, ja. Ja, die Schlange ist ja V transponiert XI, ne? Genau. Das V transponiert hat mir jetzt irgendwo gefehlt. Genau. Und hier X Schlange, ne? Muss 0 sein, ja. Genau. Also, ja. Schreiben wir das Endergebnis hin.
Ja, also Resultat, V transponiert x Stern. Wenn ich jetzt also meine Lösung hier einsetze, dann muss die Lösung aus, so folgendermaßen aussehen. Die ersten n-Komponenten sind bi Schlange durch Sigma i, Sigma 1 bis bn Schlange durch Sigma, nee, hier kein Schlange, Sigma n, und die letzten Komponenten sind 0. Ja? So, wir erinnern uns, die B-Schlange waren U transponiert mal B. Ja, also ist das U transponiert mal B. Und die werden mit den 1 durch Sigmas multipliziert von links. So, dann bekomme ich ein, sowas wie die Inverse der Matrix Sigma. Aber Vorsicht, ne, das ist ja eine rechteckige Matrix. Also kann ich auch hier wieder nur die Pseudo-Inverse Sigma Plus einsetzen. Ja? So, und jetzt kann ich nach x auflösen. X Stern ist jetzt, naja, das Ganze mal V, ne, von links. V Sigma Plus U transponiert B. Und diese Pseudo-Inverse muss ich noch definieren. Sigma Plus, also die Einträge, nenne ich klein Sigma I Plus. Die sind 1 durch Sigma i, also die Inversen der Sigmas. Falls i gleich j, ne, also auf der Diagonalen nur. Und nur im oberen Teil, also für i gleich 1 bis n und 0 sonst. Ja, ja, damit habe ich eine Formel gefunden für die Lösung meines überbestimmten linearen Gleichungssystems mit Hilfe meiner Singulärwertzerlegung. Ja? Ja, das Resultat habe ich, glaube ich, auch noch auf Folie noch zusammengefasst. Und damit wären wir mal für heute durch. Ja? Genau. Ne? Also. Hier steht's, ne? Das ist die Formel für mal x, ne? Wenn ich diese Singulärwertzerlegung da zugrunde lege und Sigma Plus ist die Pseudo-Inverse von Sigma, wie dann so aussieht. Ja? Gut, dann machen wir beim letzten Mal noch nächste Woche PCA und dann sind wir aber für heute erstmal durch. Ja? Dankeschön, dann noch bis nächste Woche. Ciao, ciao!